Ist Heidi Klum doch nicht schwanger? Seit Wochen spekulieren die Fans über ihren Bauch. Nun postet Heidi erneut ein Foto, das das Gegenteil beweisen könnte. Update 22.18 Uhr, die Gerüchte überschlagen sich, ist Heidi Klum nun schwanger oder nicht? Zumindest einige Instagram-Follower des Models sind sich sicher, dass bald Nachwuchs kommt. Doch mit einem ihrer neuesten Posts könnte Heidi ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Wie so oft ein Urlaubsfoto mit ihrem Verlobten Tom, die beiden sitzen bei Getränken auf einem kleinen Tisch, im Hintergrund ein chinesisches Fischerdorf. Serviert wurde Orangensaft und zwei Bier. Sollte Heidi wirklich schwanger sein, würde sie wohl keinen Alkohol trinken und dann davon auch noch ein Bild auf Instagram posten. Die Fans sind bestürzt, was doch nicht schwanger, ich hätte mich gefreut, oder Bier ist gleich nicht schwanger, kommentieren die Nutzer, traurige Smileys inklusive. Doch manche lassen sich davon nicht unterkriegen und spekulieren weiter, wer weiß, ob nicht Bill mit ist und der O-Saft Heidi gehört, oder bei ihr steht der Saft, es sitzt ein Dritter mit am Tisch und sie versteckt den Bauch, mutmaßen die User. Außerdem könnte es genauso gut auch alkoholfreies Bier sein, wie ein weiterer Fan meint. Ist Heidi Klum schwanger? Fan will sie bei Trick erwischt haben. Update vom 19. März 2022 16.00 Uhr. Während Heidi Klums Fans weiterhin über eine mögliche Schwangerschaft spekulieren, erholt sich die Modelmama mit ihrem Tom offenbar im Urlaub. Die NTM und Jasmins Prügelattacke lässt sie wohl hinter sich. Zurzeit postet Heidi auf Instagram ein Foto nach dem anderen aus China. Doch auch die neuesten Bilder lassen für viele Fans Raum für Interpretationen. Eines zeigt Heidi, wie sie ihren Tom umschlingt, im Hintergrund eine Kirche im nächtlichen Macau, süß, Traumpaar oder wunderschön, finden einige. Doch eine Userin bemerkt ein Detail und meint prompt, haha, mit dem Kind zwischen euch. Ob sie dabei auf Heidis womöglichen Babybauch anspielt? Wohl eher nicht, denn zwischen den beiden rennt tatsächlich ein Kind in roter Hose vorbei. Das scheint auch andere Nutzer zu verwirren, was macht denn das Kind da, oder wem gehört die denn, kommentieren die Fans. Ein User meint sogar, Heidi Klum beim Mogeln erwischt zu haben, man sieht deutlich, dass mit Photoshop der Bauch reingedrückt wurde, damit es glatter ist. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja ihre Sache, meint er und spielt erneut auf das Babygerücht an. Ein weiterer Nutzer antwortet nur schnippisch darauf, kann man nicht ein Schwangerschaftsquiz starten, wo der Sieger dann die Nabelschnur durchtrennen darf, Heidi Klum schwanger. Model postet hüllenlos Foto aus Schlafzimmer, Fans spekulieren. Update vom 19. März 2021, ist Heidi Klum schwanger oder nicht? Darüber spekulieren ihre Fans bereits seit Wochen. Erst vor kurzem heizte sie die Vermutungen mit einem Instagram-Video ordentlich an, auf dem sie ein sehr enges Kleid trug. Sah man da etwa einen kleinen Babybauch? Nun könnte man mehr erfahren. Die Modelmama meldet sich mit sehr privaten Fotos aus dem Schlafzimmer. Heidi Klum und Tom Kaulitz in Hongkong, ziemlich privat. Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz sind gerade gemeinsam in Hongkong und ließen ihre Fans bereits mit Fotos vom Sightseeing an ihrem Trip teilhaben. Nun werden die Bilder um einiges privater. Die Modelmama teilte Schnappschüsse direkt aus dem Hotelzimmer und ließ die Hüllen fallen. Ziemlich freizügig und eher was für den privaten Fundus, finden manche Fans. Doch andere Follower lieben die privaten Fotos, um alle zu sehen, am Handy swipen bzw. am Desktop auf die Pfeile klicken, ausgelassen strahlen sich die Modelmama von GNTM und ihr Tom, der neulich über Heidis Verhalten lästerte, auf den Schnappschüssen an. Sie scheinen wirklich glücklich zu sein, verliebt sein ist so schön, kommentiert ein User. Ihre Fans freuen sich für das junge Glück und über die natürlichen Fotos. Denn, keine Manipulation weit und breit, sie hätte das Foto auch mit Photoshop bearbeiten können wie viele andere. Hat sie aber nicht, liest man unter dem Post. Tom und Heidi lassen die Hüllen fallen, schwanger.
Eine Sache wird sofort deutlich, Heidi und Tom lassen komplett die Hüllen fallen. Schon auf den Pärchenpics wirkten sie ziemlich unbekleidet. Doch Heidi setzt noch eine Schippe drauf und bestätigt diese Tatsache mit einem weiteren Post. Das Model präsentiert sich nur mit einem Slip bekleidet vor den großen Fenstern ihres Hotelzimmers. Gibt es mit diesem Pic nun Gewissheit über ihren potenziellen Babybauch? Nein, denn der ist auf den Fotos einmal mehr gut versteckt. Heidi weiß eben genau, wie sie sich präsentieren muss, um das kleine Geheimnis weiterzuwahren. Ihre Fans sind sich dennoch sicher, das Model ist schwanger, Babytime, kommentiert ein Nutzer, denn sie ist viel runder um die Hüften und die Lenden. Safe ist die schwanger, schreibt ein anderer Follower. Schwanger oder nicht, die Fans müssen sich wohl weiter gedulden. Heidi Klum schwanger. Fans vermuten Babybauch im Video-Update vom 19. März 18, ist Heidi Klum schwanger? Eine Frage, die sich ihre Fans schon seit Anfang des Jahres stellen. Erst seit dem Jahr 2018 sind die Model-Mama und ihr neuer Begleiter Tom Kaulitz ein Paar. Doch die beiden scheinen es eilig zu haben. Kurz vor Weihnachten machte der Tokio-Hotelsänger seiner Liebsten einen Heiratsantrag, 2019 wollen sie heiraten, jetzt also auch noch ein Kind. Wolfgang Job heizte die Gerüchteküche in den letzten Monaten ordentlich an. Er wollte von Bill Kaulitz, dem Zwillingsbruder von Tom, erfahren haben, dass das Promi-Pärchen ein Kind erwartet. Doch kurz darauf dementierte er die Gerüchte wieder. Ist es nun also offiziell? Schwanger? Heidi Klum zeigt Video auf Instagram. Auf zwei Instagram-Videos nahm die Model-Mama ihre Fans am Montag zu einem Shooting mit Amazon mit. Heidi Klum hatte sichtlich Spaß vor der Kamera. Die Fans dürfte dagegen vor allem eines interessiert haben. Während sich Heidi Klum in den letzten Wochen häufig in weite Kleider und fliegende Stoffe hüllte, trug sie beim Fotoshooting ein hautenges Kleid. In dem Outfit ließ sich kaum etwas verstecken. Und der sonst so schlanke Bauch der GNTM-Jurorin wölbte sich verdächtig. Fans sind sich sicher, sie ist definitiv schwanger. Und während sich einige über den süßen Babybauch oder das Baby on Board freuen, spekuliert ein anderer bereits über die Schwangerschaftswoche, SSW 12 glaubt er zu wissen. Doch nicht alle glauben an die Nachwuchsgerüchte. Der Bauch könnte auch die Pizza von mittags sein. Außerdem machen Streifen nicht immer schlank, schreiben die Instagram-User. Vielleicht kann Tom einfach gut kochen, überlegt ein Follower. Irgendwann wird Heidi die Gerüchte wohl selbst aufklären. Doch bis zu diesem Zeitpunkt werden Fans und Follower wohl weiter spekulieren. Schwanger, nicht schwanger. Heidi Klum postet Familienfoto, Follower rätseln über ihren Bauch-Update vom 18. Oktober 15. Mit einem Familienfoto auf Instagram wollte Heidi Klum eigentlich nur ihre Begeisterung für Halloween zeigen. Doch die Follower reagieren mit viel Spott und Häme, wusste gar nicht, dass Tom so viele Geschwister hat. Außerdem fällt ihnen ein ganz anderes Detail auf. Bist du schwanger? Fragen ihre Fans ganz direkt. Lesen Sie auch, vielleicht toppen wir das, Heidi Klum mit Liebesbeweis an Tom Kaulitz. Seine Fans rätseln lässt im Übrigen auch Teenie-Star Mike Singer mit seinem neuesten Instagram-Post. Dort kündigt er eine große Neuigkeit für den 30. November an. Heidi Klum zeigt sich im Schlafzimmer mit Busenblitzer. Update vom 14. Oktober 2018, Heidi Klum hat ein neues Foto von sich bei Instagram gepostet, es zeigt sie springend im Schlafzimmer ins Wochenende hüpfen, postet die GNTM-Mama dazu und tagt die Starfotografin Ellen von Unwerth. Es stammt also offenbar aus einem Shooting von ihr. Ein Fan hat genau hingeschaut, liebe Heidi, deine Brustwarze guckt links raus, schreibt er. Danach fühlt er sich zu einer Klarstellung in einem weiteren Kommentar bemüßigt, bitte nicht falsch verstehen, tolles Bild, aber war bestimmt nicht gewollt, hat er recht. Wenn ja, muss man jedenfalls ganz genau hinsehen, um das zu erkennen.
Die meisten erfreuen sich eher am Gesamtkunstwerk, Topbild von dir oder klasse Foto, lauten weitere Kommentare, danach war dann wohl das Bett kaputt, oder, frotzelt ein anderer. Video, was macht Heidi Klums Zunge mit Tom Kaulitz Update vom 8. Oktober 2018, Heidi Klum 45 ist schwer verliebt und zeigt das auch allen. Die Topmodel-Mama turtelt mit Tom Kaulitz 28 und dabei geht es oft ziemlich zur Sache. Die beiden kuscheln oder knutschen, können offenbar kaum die Hände voneinander lassen, wie ein kurzes Video auf Instagram erneut beweist, haben die zwei sich wirklich zum Fressen, pardon, zum Schlecken gern. Wie ein Hund schlabbert Heidi Klum mit einer Megazunge an Tom Kaulitz rum, und der schlägt auch noch zurück. Für das gemeinsame Abschleckvideo haben sich Heidi Klum und Tom Kaulitz mit einem Handyfilter Hundeschnauzen und fluffige Schlapphoren verpasst. Allerdings wechselt der Filter die Farbe von Fell und Schnauze, je nachdem wer gerade mehr im Fokus der Kamera ist. Und weil es so witzig ist, schnellt eine riesige rosige Zunge aus dem Gesicht. Die Aufnahmen sind ziemlich verwackelt und die beiden scheinen tierischen Spaß an den Schleckattacken zu haben, wenn Hunde ihren Herrchen oder Frauchen das Gesicht ablecken, ist das ein Zeichen sozialer Kommunikation, sagen Experten. Das Ablecken ist ein Ausdruck von Zuneigung und Unterwürfigkeit, ist das Abschlecken von Heidi Klum in Vierbeinermanier etwa ein ganz besonderer Liebesbeweis, aber allein schon der Gedanke von einem Hund abgeschleckt zu werden, finden viele Leute einfach nur abscheulich und unhygienisch, einige Fans finden das Video einfach nur albern und kindisch. Sofort ist der Altersunterschied zwischen den Heidi Klum und Tom Kaulitz Thema, Mami und Sohn, meint ein Fan trocken. Die meisten dagegen finden das Paar einfach großartig und gönnen den beiden ihr Glück, Liebe kennt kein Alter und wenn man dann noch so viel Spaß zusammen hat wie ihr zwei, schreibt eine Userin. Ihr seid so verliebt, das gibt's gar nicht. Verliebter als verliebt, findet ein anderer. Heidi Klum landet mit dem besten Freund von Tom Kaulitz im Bett. Update vom 3. Oktober 2018, was ist bloß mit Heidi Klum 45 los? Verwundert scrollen sich Bewunderer derzeit durch den Instagram-Account der Topmodel-Mama. Die sonst eher knallharte GNTM-Chefin hopst wie ein Teenie herum und lässt dabei sogar ihren Busen wackeln. Obendrein finden sich Knutsch-Selfies oder pikante Schnappschüsse, aber damit noch nicht genug. Nun hat Klum ein neues Foto gepostet, das wirklich Fragen aufwirft, scheinbar ist der Schnappschuss im Bett entstanden. Das Licht ist schummrig und Heidi selbst ist nur im Hintergrund zu erkennen. Sie lehnt sich entspannt an ein gepolstertes Kopfteil an. Im Fokus der Kamera ist jemand ganz anderes und Tom Kaulitz ist es definitiv nicht. Es ist offensichtlich ein Hund, den ihre Hände zärtlich streicheln. Rating, schreibt Heidi Klum zum Foto und setzt als Punkt ein Emoji-Herz. Bei dem Vierbeiner soll es sich um den Hund von Tom Kaulitz handeln. Doch warum zerrt die 45-Jährige das haarige Tier gleich ins Bett? Hund im Bett, no-go, beschwert sich ein User gleich. Die meisten Fans haben mit dem tierischen Freund aber scheinbar kaum Probleme und finden die beiden einfach nur wahnsinnig süß oben ohne. Heidi Klum Foto aufgetaucht, bei dem sogar Eis schmilzt. Update vom 14. September 2018, Topmodel Heidi Klum 45 haben wir schon oft leicht bekleidet gesehen. Mit ihrem neuesten Instagram-Post hat sie aber ein neues Level an Sexiness erreicht. Auf dem Foto ist Heidi Klum komplett unbekleidet zu sehen, ihre Brüste bedeckt sie nur lasziv mit ihren Händen und mit einem Eis. Denn die GNTM-Jurorin hält eine Eiswaffel in der Hand und es scheint, als sei sogar die rosafarbene Eiscreme so angetan von Heidis Kurven, dass es über ihren Körper tropft. Dazu schreibt Heidi herausfordernd jemand Eiscreme, das Foto ist zwar scheinbar schon ein paar Jahre alt, aber trotzdem begeistert es ihre Follower. Schon 12 Stunden, nachdem Heidi Klum es gepostet hat, hat das Bild über 178.000 Likes.
Zum Vergleich ein Selfie gemeinsam mit Ex-Spice Girl Mel B, das Heidi Klum am Tag zuvor gepostet hatte, gefällt nur 26.654 Mal. Dazu kommen zahlreiche Kommentare der User, die entweder Eiscreme von der Modelmama fordern oder ihre Begeisterung über das sexy Foto zum Ausdruck bringen. Heidi Klums Eiscreme-Post war anscheinend ein echter Erfolg. Und selbst wenn es mal wieder ein paar negative Kommentare Ella anziehen. Bitte, gibt, blieb der Shitstorm, mit dem Heidi sonst häufig nach einem freizügigen Post zu kämpfen hat, bislang aus. Ganz anders sah es mit diesem Busenblitzer-Foto aus, mit dem Heidi ihre Fans verärgerte. 17.09 Heidi Klum, dieses Busenfoto dürfte Freund Tom Kaulitz gar nicht gefallen, wie extratipp.com Sternchen berichtet, Busenblitzer. Heidi Klum postet Festivalfoto mit Tom Kaulitz und lässt tief blicken Las Vegas. Das Burning Man Festival in den USA ist der Hotspot für Freidenker und Hippies. Die Menschen dort wollen einfach so sein, wie sie immer sein wollen. Ohne Zwänge, ohne Regeln. Kein Wunder, dass sich Model Heidi Klum 45 dort mit ihrem Lover Tom Kaulitz 29 blicken ließ. Auf Instagram postete die GNTM-Moderatorin ein Foto von sich und Tom. Im Hintergrund sieht man die unendlichen Weiten der Black Rock Desert. Der Sonnenuntergang bahnt sich an. Tom im rot-schwarz kariertem Holzfällerhemd und lediglich mit einem kleinen Partyhütchen verkleidet umarmt seine Heidi, die sich mit Dauerwelle, Federboa, Strasssteinchen und Megabrille verträumt zu ihm dreht. So muss tatsächlich echte Liebe aussehen. Es scheint, als würden die beiden Turteltäubchen tatsächlich jeden und speziell diesen Moment genießen.